4.1.3. Begründen Sie, weshalb der Flächeninhalt der Dreiecke ANBNDN stets halb so groß wie der Flächeninhalt der Dreiecke BNCNDN ist. Ja, es geht um Flächeninhalt Dreiecke. Schauen wir uns vielleicht nochmal in der Zeichnung an. Wir haben, ich schmier's mal rein, wir haben das Dreieck ABD und das soll immer halb so groß sein wie das Dreieck BCD. Ja, aus der Zeichnung können Sie hier hinbekommen. Man muss es begründen, man kann also auch komplette Sätze schreiben oder auch mit Rechnungen vermischen. Wie gehen wir vor? Wir gehen mal zum Dreieck und gucken nach Flächeninhalt. Da haben wir die Formeln 0,5 mal Grundseite mal Höhe oder 0,5 mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Die zweite Formel mit dem eingeschlossenen Winkel würde gleich schon mal wegfallen, weil wir kennen ja keine Winkel. Gucken wir mal, ob die erste Formel funktioniert, ob man mit der was anfangen kann. Also 1,5 mal Seite mal, 1,5 mal Grundseite mal Höhe. Wenn wir jetzt das grüne Dreieck nehmen, ABD, brauchen wir eine Grundseite und da wird man natürlich eine Seite nehmen, die schon bekannt ist. Zum Beispiel die Seite BD. Ja, die ist funktional abhängig. Ich kenne die Punkte BN in Abhängigkeit von X, ich kenne die Punkte DN in Abhängigkeit von X. Aber was noch wichtiger ist, wenn ich das als Grundseite wähle, kann ich das auch als Grundseite für die gelben Dreiecke wählen. Ja, dann kann ich jetzt im Prinzip hier begründen, die Grundseite vom grünen Dreieck ist genau gleich groß wie die Grundseite vom gelben Dreieck. So, was bringt mir das? Ich brauche noch die Höhe. Die Höhe vom grünen Dreieck ist 2 Längeneinheiten. Das kommt aus der Aufgabe. Wo haben wir stehen? Hier unten. Ich kreise es nochmal ein. MA sind 2 Längeneinheiten. Die ist festgegeben immer 2 Längeneinheiten. Die andere Höhe vom gelben Dreieck, die ist 4 Längeneinheiten. Ja, und damit doppelt so groß. Und jetzt kann man sich vielleicht schon überlegen, wenn die Grundseite vom Dreieck gleich ist, nämlich die BNDN, beim anderen Dreieck aber die Höhe doppelt so groß ist wie beim anderen, dann wird auch der Flächeninhalt doppelt so groß. Das ist schon im Prinzip der ganze Trick. Wir haben das Dreieck ANBNDN ist gleich 0,5 mal Grundseite BNDN mal die Höhe ANMMMN. So. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. So. Und das zweite Dreieck, was haben wir hier? BNCNDN ist auch 0,5 mal gleiche Grundseite BNDN mal, hier haben wir MNCN. So, jetzt Behauptung, da MNCN. CN doppelt so lang ist wie ANMN, ist der Flächeninhalt bei gleicher Grundseite doppelt so groß. Ja, so kann man es ungefähr schreiben. Damit, ja, ich habe es andersrum argumentiert, dass der Flächeninhalt doppelt so groß ist. Stets halb so groß ist ja damit im Prinzip auch bewiesen, dass ein BNDN halb so groß ist. Ja, damit ist die Aufgabe auch fertig.